Erst war der Stalin allerhöchster Herr im Kreml. Und was haben wir da gehabt? Ersatzkaffee beim Dämel. Dann ist der Stalin gestorben, die Russen waren voll Rührung. Und was haben sie nachher gehabt? Eine kollektive Führung. Und der Malenkow war der Chef der Stalin-Erben. Und was hat er dem Beria sehr bald aufgesetzt? Den Scherben. Doch dann haben sie ihn bald selber gestampert aus dem Kreml. Was haben da wir längst gehabt? Kaffee mit Schlag beim Dämel. Khrushchev, Bulganin und Molotow sind blieben und haben beteuert, dass sie sich so innig lieben und dass der Stalin, der bis dato wie ein Gott war, in Wirklichkeit ein scheißlicher Fallot war. Also bei uns hat man das gewusst, bevor er tot war. Dann hat der Khrushchev gesagt, er pfeift auf den Bulganin und auch der Molotow kehrt raus und der kann ihn. Das wollen Diktator sein, die sollen sich schämen und sich bei uns da in Wien ein Beispiel nehmen. Schau's, wir haben den Fiegel gehabt, solang der Stalin groß war. Wir haben ihm gehalten, wie die Welt den Stalin los war. Wir haben den Fiegelkopf, wie sie Beria ausradiert haben. Er ist uns blieben, bis den Malenkow abserviert haben. Und wie der Molotow das allergrößte Übel war. Und statt im Kreml so von heute auf morgen im Kübel war. Und wie Bulganin ganz von selber konstatiert hat, dass er ein Sächerlist und leider falsch regiert hat. Ja, ja, im Kreml fangen sie immer wieder neu an. Wer kommt als nächster dran? Vielleicht der Herr Mikojan. Vielleicht hält ganz ein anderer in der Hand die Zügel. Und die, was jetzt regieren, sind hinter Schloss und Riegel. Dann deckt den Khrushchev irgendwo ein grüner Hügel. Und was werden wir noch immer haben? Den Fee.